Monate, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Fortnite-Video auf meinem Kanal, Leute. Und zwar gibt's heute mal eine Trio-Runde Fortnite. Und zwar, Leute, sind heute Fedetable und Hands Up dabei. Was geht, Jungs? Tag. Guten Tag. Also, Leute, wir spielen heute mal auf der alten Map, Leute, weil ich irgendwie auch gar keinen Bock habe, auf der neuen Map zu spielen. Die ist einfach. Naja, die ist nicht so geil. Ja, Leute, der Shop in Fortnite ist wie immer zugemüllt mit unglaublichem Schmutz, von dem ich mich distanziere. Also außer der Knight Rider, der ist richtig nice, der Skin hier. Der Rest, Digga, das ist einfach eine Frechheit, aber egal, Leute. Gut, Freunde, wir sehen uns hier dann gleich in der Runde. Jetzt habe ich so, keine Lenkung nein! Mehr. Was? Der Bus ist verbuggt. Ach, geil. Ist bei euch der Bus auch so verbuggt? Also ich bin nur rausgeflogen aus dem Bus. Ach, geil, Leute. Ich mach ganz den E-Mode. Ich bin aus dem Bus rausgebackt, also das ist so ein... Digga, scheiße. Ja, Leute, jetzt kann ich hier stundenlang erstmal in einem Ort landen. Ich weiß auch gar nicht, wo ich landen soll. Das ist ein Bug, der leider auf der Map existiert. Ich lande einfach irgendwo, Junge. Kann ich aussteigen? Was? Hey! Ich mach E-Mode drin und ich kann nicht aussteigen. Freunde, ich wurde direkt raus, also aus dem Bus rausgekickt. Ich kann erst am Ende der Map aussteigen. Digga, warum buggt das jetzt rum? Vorhin hat das alles funktioniert. Ja, muss ich bestätigen. Der Modus hier, der bockt immer noch, aber dieses normale Battle Royale mit der Map ist einfach echt Schmutz geworden mit den Waffen und so. Ja, hier hat man ja die alten Waffen, das ist viel mehr Spielspaß. Die Map ist halt immer noch die geile, alte, schöne Map. Da gebe ich dir 100% recht, Lukas. Also wirklich Battle Royale in der neuen Season, das weiß ich nicht. Ja, die Waffen sind einfach Müll. Die Waffen sind Müll, die Karte ist ass, also ja. Was willst du da großartig sagen? Kann ich nur so wiedergeben. Ach ja, schöne alte MP, alles hier, Tactical Shotgun. Ja, jetzt sieht das Spiel auf 60 FPS gecapped, stottert das Spiel nicht so geisteskrank. Und Leute, ich habe einen neuen Community Discord Server, da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den abcheckt. Oh, hier ist ein Gegner. Der kriegt gleich mal aufs Maul. Link dazu findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung. Und danke für die Flicke. Was wollte ich jetzt sagen? Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den abcheckt. Dort können wir gerne mal miteinander schreiben oder auch reden. Oh, hier sind Gegner. So, und kurz meine Steuerungstaste vergewaltigt, um so schnell zu sneaken, wie es geht. So, noch Alter, hier geht's raus, hier wird geschossen, Junge. Oh, der hat eine Scar. Also Leute, ich muss auch erst mal wieder in die Controllersteuerung reinkommen. Ich spiele eigentlich gefühlt nur noch mit Tastatur. Sollte ich Angst haben von dem Performance-Modus? Also manchmal ist es so, wenn ich mich gerade auslaufe und nicht genau dorthin gucke, wird auf einmal alles unsichtbar. Hilfe. What the fuck? Oh, ja, Alter, war das knapp. Ja, mach. Digga, ich kann dir nur empfehlen, den rauszumachen, der ist einfach scheiße. Ich war gerade richtig near death, Junge. Alter Schwede. Lol. Nee, der riftet mir hinterher, Junge. Och komm. Wo riftest du denn? Ich bin nur geriftet, um mich vor dem zu verpissen. Ich renne hier gerade durch diesen Ort immer noch. Baue Autos ab. Ah, ich bin sogar in der Zone. Ich nicht. Ich gehe mal nach Shifty Shift. Also jetzt müssten die noch Duos und Teams einfügen, dann wär's perfekt. Digga, ich bin gerade weiter außerhalb der Zone als was weiß ich was. Wie weit musst du denn ins Sturmzentrum? Oh, Digga, ich bin tot. Ah. Ich wurde von Ash Ketchup 666 gekillt, Junge. Ja, das spectatest du mir gerade, lol. Ja. Digga, Nvidia Shadowplay, Alter. Geh mir nicht auf den Sack, Junge. Und das ausgemacht. Das kann ich auch noch deaktivieren, Junge. Der speichert die ganze Zeit, wenn ich verrecke. Ja. So, wir sind Gegner auf jeden Fall. Und Leute, checkt auf jeden Fall die Kanäle von Fedetable und von Hands-Up ab. Da gibt's auch wieder Videos. Und ja, heute kommt mein erstes richtiges Video vom PC online. Ja, du kannst auch kurz sagen, was das für ein Video ist. Ja, in dem Video habe ich einfach ein bisschen um die 2 gespielt und mich auch so ein kleines bisschen über die Fahrgäste öfters mal beschwert. Was aber gefühlt jeder macht, der um sich spielt, weil die Fahrgäste sind wirklich nervig. Ja. Ist tot. Hm. Wie? Ah! Dieser Schrei gerade. Digga, 2 Leute kommen an und killen mich. Wo warst du überhaupt? Team. Ja, hier. Wie heißt dieser Ort?
Retero? Das Gegenteil, ja. Ich bin ein Shifty gerade. Ich sehe Taschenmuschi. Ich weiß nicht. Hä, sind hier keine Gegner mehr? Leute, mal sehen, ob ich nächste Woche eine schaffe zu streamen, aber da würde ich auf jeden Fall mal Fortnite OG Map streamen, weil das echt ein sehr geiler Modus ist. Ich würde halt auch mal normal Battle Royale spielen, aber das macht nicht so Spaß jetzt. Oh, das ist ein Loot Drop. Aber da ist auch doch so. Ich gehe einfach mal auf High Ground Position. Bin mal gespannt, was nächste Season kommt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die nächste Season so viel besser wird, weil die Karte ist allgemein schon seit dem neuen Chapter nicht so nice. Ja, das stimmt, aber es ist halt die Weihnachtsseason, das darfst du auch nicht vergessen, die war eigentlich immer nice. Ich bin mal gespannt, was sich Fortnite da ausdenkt, was sie da rausknallen. Ja. Alter Junge, was war das für ein lauter Sound? Vielleicht ist es dann ja sogar mal wieder ein bisschen wert, Fortnite mal ab und zu mal zu spielen. Ja, ja, also, den Fall, was das für ein Sound ist. Hast du auch gehört? Ja. Richtig abgehackt war der. So richtig laut so inzwischen, Alter. Ja. Ich will gar nicht den Beatbar kommen hochgehen. So richtig random, Junge. Weißt du was, ich camp mich jetzt hier hoch. Okay, ja, der war ganz lost unterwegs. Oh, der hat so eine epische AK, aber ich bleib lieber bei einer Black Scar. Oh, Loot Drop, geil. Black Scar ist einfach Meta in dem Spiel, muss man einfach sagen. Okay, hier, das ist einfach geil, Junge. Boah, ich glaube, ich lade neben dem Omsi-Video heute noch ein anderes Video hoch. Was willst du hochladen? Hat was mit Energy Drinks zu tun. Willst du jetzt ein Format klauen? Nicht klauen, ich. Ja, komm. Es ist eine Inspiration! Sagen wir es so. Ich hab mich inspirieren lassen von deinem Format. Ah ja. Also willst du ein Video machen, wo du einfach einen Energy Drink probierst, so wie ich immer. Ja, ich hab ja noch einen hier, den. Ich hab ja noch zwei Dosen hier. Na, wenn du. Mir ist egal an sich. Alter, diese OG-Map, Junge, da habe ich so geile, gute alte Erinnerungen. Nee, ich hab ja leider zu der Zeit noch nicht gespielt, Junge. Wie oft ich hier mit Kasper irgendwo gecampt habe, Alter. Wir sind hier groß geworden. Ist so. Meine Kindheit, Digga, einfach Minecraft auf PlayStation 3, Junge. Ich habe das so hardcore gesuchtet. Ja, bei mir war's GTA 5 auf PS3, Minecraft und danach PS4 einfach Fortnite. Fortnite war anders, geil. Kann das sein, dass die Draw-Distanz bei Dings richtig Arsch ist? Hab ich vielleicht falsch eingestellt. Jetzt sehe ich ihn auch, ich habe gerade die Betrachtungsdistanz auf episch gestellt. Oh, der hat einen. Ach, das ist der. Oh. Ist das der Spaß, der mich. Ja, das ist der mich eben gerade gekillt hat. Nein! Ja, er ist so schnell, Alter. Das ist ja so übertrieben, Junge. Wenn ich. Ja, solche Fortnite-Kiddies hier, Junge, die. Sollte man einfach nehmen und zusammenschlagen, ganz ehrlich, Junge. Digga, auf der alten Map gehören Sweater einfach nicht hin, Junge. Es ist einfach so. Und solche Skins würde ich da gleich rausbannen, ganz ehrlich, Leute. Ich würde sagen, wir spielen noch eine kleine Runde. Und dann sehen wir uns gleich. Kann mich nicht beklagen. So, Freunde, wir sind heute. Nicht heute. Ja, heute. Wir sind wieder in der neuen Runde. Und diesmal. Ja, diesmal funktioniert der Bus. Perfekt. Also, so wie eigentlich sollte. Vorhin bin ich einfach rausgeflogen. Einfach Unmod für Crispy Rob machen. Yo Leute und willkommen bei einem neuen Video. Auf keinen Fall. Ich gehe jetzt einfach zu Paradise Palms in die Wüste. Digga, ich konnte gerade gefühlt ein halbes Jahr lang nicht rausspringen, Alter. Ich konnte erst in der Mitte der Karte rausspringen. Ja, ich auch. Okay, wo landet ihr? Also ich bin am Arsch der Welt gelandet, aber ich habe direkt das Gar bekommen. Was? Ich geh auch Richtung Wüste. Ich lande in der Stadt direkt in Paradise Palms. Ich lande am Rand der Wüste. So in der Nähe von der Tank ist es, glaube ich. Geil. Ich muss mich dann nur noch gleich für mein Video dann. Wenn wir fertig sind, muss ich dann noch ein Thumbnail für mein Video machen, dann kann ich das auch hochladen. Gegen zwei Tommy Guns wollen wir mal. Ich habe auch eine Tommy Gun jetzt, okay, jetzt kann ich sie aufheben. Ich
glaube, hier ist Alter, keiner ist gelandet. Ich habe aber eigentlich sogar vor, weil mein Bruder meinte, die Leertaste spackt manchmal rum, was ich auch merke bei der Tastatur mir halt zu Weihnachten oder so. Geiles Gar. Ja. Also ich muss mehrmals wirklich stärker auf die Leertaste drauf. Alter. Damit ich habe jetzt schon geil Loot, Junge. Blauer Pump, blauer Tommy Gun und episches Scar. Digga, wo bin ich gelandet, Junge? Bei mir sind die Bäume nicht mal mehr 3D, die sind 8-Bit. Was? Bei mir so 2D-Texturen. Ja! Was? Bei mir sind die Bäume 3D, aber sehr, sehr billiges 3D. Bei mir sind 3D? Gegner. Die laden nicht richtig. Ich spiel auf DirectX 11, aber mit niedrigsten Einstellungen. Leute, ich spiel DirectX 11 Performance. Also ihr hört es gerade, deswegen macht niemals den Performance-Modus an. Ich werde den auch nie wieder spielen, der ist einfach ekelhaft geworden. Ja gut, also einen normalen Battle Royale kannst du ihn halt verwenden, so, aber nicht aufs, ja halt, kann man sagen, Modkarten, wie hier. Das ist ja keine Modkarte. Ich hab gesagt, kann man sagen, Modkarten. Das ist wie ein normales Fortnite. Die benutzen die gleichen Texturen. Zwei Gegner bei mir. Ich höre, wenn noch die Eis. Was bist du? Ey, warte! Das Team! Eigentlich? Alter, schreck mich doch nicht so! Hier ist eigentlich noch ein Gegner. Also ich bin gerade bei so einem zerstörten Haus. Alter, schreck mich doch nicht, du kleiner. Digga, du kleiner. Brauchst du Minis? Ja, bitte! Ich hab die welche gedroppt. Ja, vor allem. Ich hab das so gehört die ganze Zeit und ich hab so ein Mini gesoffen, auf einmal kommst du da rein. Alter, oh ne. Ich bin so low, oder? Ich hab grad einen Windows Connect Sound bekommen, Digga. Oh, nein, bin tot! Oh Mann, ey, so schlecht. Schade. Ja. Also Leute, der. Verarscht, da war nur Müll drin. Ich guck gerade an Schlachten und zu, jawohl. Das ist der Typ war ja absolut scheiße, Digga. Schade, Leute, ich spektiere jetzt irgendeinen von euch. Den ich zuerst finde. Hey! Hands up! Ich seh grad Marcel. Ja. Yeah. Du bist bei Retail Row. Ja, ich lauf grad dahin. Ich such, Alter. Boah, hier ist ein Gegner! Was war das gerade für ein Grafikglitch? Ein Grafikglitch? Irgendwie. Also W-Key, ey, das ist so ein. Digga, so hießen damals alle fetten Kiddies, hießen alle so. W-Key. Ja, W-Key halt. Und dann ihren Namen. Was soll W-Key halt? Verstehe ich nicht. Naja, W, halt, um fortzubewegen. W-Taste. Ja. Auf gut Deutsch. Halt W-Taste und dann ihren komischen Kacknamen. Das ist ja irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein Clan ist, aber das sind auf jeden Fall kleine Hardstock-Kiddies. Mehr weiß ich nicht. Ich weiß auch, hier haben wir hier gecampt. Und dann die Granate, also Granatenwerfer. Ja, wir haben aber da noch den epischen Sieg, glaube ich, geholt. Ja, wir hatten mal eine Window auf jeden Fall. Digga, da hinten war gerade wer. Hier in dem Ort. Wo ist einer? Bei Kasper. Also Kasper lebt noch? Lul, ich hab gedacht, er ist schon gestorben. Nee, er muss jetzt kämpfen. Oh mein Gott. Und schade. Ja, das ist dieser Schwitzer. Oh mein Gott. Das ist der, den ich meine, der Recon Expert. Digga, die Zone fickt mich. Nein. Da jetzt sehe ich Marcel. So, jetzt der letzte Überlebende von uns ist tatsächlich Marcel. Digga, die Zone fickt mich. Ja, sprinte einfach so schnell wie es geht. Goofy heißt einer. Oh ja, Mann. Ich weiß. Leute, ich weiß nicht. Ich kann den sehen als Fortbewegung. Also, ein bisschen. Auf jeden Fall habe ich vor, mal wieder ein paar mehr Fortnite-Videos auch mit euch mal zu machen, weil wir haben ja gefühlt sonst eigentlich gar keine mehr aufgenommen, so eigentlich. Wenn man es so nimmt. Doch, Digga, die Wassertextur sieht geil aus. Sieht übel geil aus. Habt ihr meinen Performance-Mode angeguckt? Die ist super. Und das meine ich jetzt nicht Sarkasmus. Echt? Die sieht genau gleich aus. Boah, das sieht so schön aus. Die Wassertextur ist echt nice, muss ich sagen. Da ein Gegner. Ja, das ist der. Oh, du hättest ihn nicht anschließen sollen. Nimm mal erstmal Lagerfeuer, Marcel. Bau. Ja, Digga. Was willst du da machen, Alter? Ich bin überfordert. Leute. Ich bin kein Tastaturspieler, Junge, erwartet nicht. Leute. Ich spiele ein Controller, du hast Blut, du Mann. Genau. Hat er nicht? Ja, egal. Nein. Leute, das war's für das Video. Ich würde mich selber Bewertung freuen. Checkt die Kanäle von Feld und von Hensa aus, Leute. Lasst ein Abo da und ein Like, würde ich mich sehr darüber freuen. Und, Leute, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr mehr Fortnite-Videos sehen wollt. Und die Tage geht's wieder mit dem Let's Play weiter.
Haut rein, Leute, und ciao.